Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Final Fantasy 8. Ich bin hier immer noch auf der Kaktoreninsel, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben und habe offscreen, nachdem ich die letzten Kommentare gelesen habe, für mich einfach mal beschlossen, die ganzen Kaktoren hier so lange zu bekämpfen, bis ich mein Wunschziel erreicht habe. Und das habe ich auch fast finalisieren können, denn es sind alle komplett maximiert, außer der Kaktor. Da hatte ich dann irgendwann keine Lust mehr. Ich habe knapp eine Stunde gebraucht und hier fehlt noch die Schrittheilung und hier fehlt noch Kamikaze. Ansonsten sind alle anderen GFs komplett und der Kaktor auch fast durch und ich habe den kein Mal beschworen. Das will ich jetzt in diesem Part mit euch mal zusammen machen. Und ja, ich habe den Kaktor an Quistis gekoppelt. Das erstmal als Information für euch. Das heißt, sie hat jetzt hier die Reflex- und die Glückskopplung auch mit drin. Ja, schien mir irgendwie sinnvoll. Richtig schwierig ist für mich gewesen die Verteilung der Abilities, weil ich bin jetzt hier von Behandeln und von Heilen wieder weggegangen und habe Quistis jetzt die Zauber ausgerüstet und Xell und Squall haben jeweils jetzt die Items, glaube ich, als Ability. Genau, ich zeige euch das auch nochmal kurz. Das ist hier echt schwierig. Also ganz ehrlich, drei von diesen Dingern sind eindeutig viel zu wenig. Es gibt jetzt haufenweise tolle Alternativen, die ich jetzt hier auch freigeschaltet habe. Er hat jetzt hier Autohast auch bekommen. Und das Speziellste, was es Neues gab, das war eigentlich das, was wir vom Kaktor hier lernen konnten, weil er hat zwischenzeitlich irgendwas Neues freigeschaltet. Hier dieses Öko-Doppel. Verbraucht nur eine Zaubereinheit bei Doppel. Fand ich sehr interessant. Habe ich so in der Form ja auch noch nicht gesehen. Und ja, ich hoffe mal, dass wir so durchkommen. Ich habe eine Aufstellungsoption auch bekommen in einem Kommentar, wo mir ein paar Sachen auch nahegelegt worden sind, wie ich das verteilen kann. Diese Aufstellung, deswegen habe ich mich kurzfristig dann doch dagegen entschieden, hätte allerdings dazu geführt, du hattest das als Hinweis auch nochmal mit reingeschrieben, dass Quistis keine Körperkopplung gehabt hätte. Und Körper ist für mich somit der wichtigste Wert, weil ich ja immer so ein Abwehrmensch bin und so. Und deswegen habe ich das einfach alles so beibehalten und den Kaktor jetzt quasi in Quistis Hände übergeben. Ich habe derweil auch mal geschaut, wegen dem Aura-Zauber, die habe ich jetzt alle Quistis gegeben. Ich habe relativ wenige Auras und sie hat jetzt, glaube ich, alle 15, genau. Weil sie auch die einzige ist, die momentan bei diesen Abilities da überhaupt zaubern kann. Das heißt, wenn wir das nächste Mal in die Situation kommen, dass wir das brauchen, wird sie dann darauf zugreifen können. Und das ist jetzt erstmal mein Masterplan. Ich habe übrigens festgestellt, als ich mir die Zauber hier nochmal so durchgeguckt habe, das ist ja echt ein heilloses Durcheinander, ne? Ich sollte vielleicht auch mal wieder sortieren. Auf jeden Fall frage ich mich inzwischen, ob ich überhaupt irgendeinen Mehrwert noch habe von Feuergar, Eisgar und Blitzgar und so. Oder ob ich das nicht raushauen soll. Also ich habe das jetzt bei Squall, weil er schon relativ viele Slots belegt hat, habe ich das einfach mal rausgenommen, um da wieder ein bisschen Freiräume zu schaffen und so. Und ja, weiß aber nicht, ob ich das nicht irgendwann doch noch brauchen werde. Weil für die Kopplung selber hat das Spiel das irgendwie nie zum Einsatz gebracht. Und ja, deswegen habe ich da so ein paar Fragezeichen wieder über dem Kopf gehabt. Und ich habe ein bisschen Bammel vor diesem Part gehabt, muss ich ja ganz ehrlich zugeben, denn ach, Tatsache. Das habe ich mir direkt als ersten Tipp aufgeschrieben. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Ich kann nämlich mit der Ragnarok direkt die Orte ansteuern. Das ist ja mal cool. Ey, das ist echt die geilste Erfindung, seit es Schokolade gibt. Ey, Wahnsinn. Ey, das ist ja echt cool. Ey, wie entspannt ist das denn? Ich bin gerade total begeistert. Also mein Zettel war noch nie so vollgeschrieben, wie es diesmal der Fall ist. Ich habe echt zwei ganze Seiten jetzt komplett zugemüllt mit diversen Informationen und habe da so ein bisschen meine Schwierigkeit, da so eine Struktur reinzubringen. Aber Timber, das war, glaube ich, relativ schnell zu erledigen. Ich gehe da mal eben kurz hin, weil hier soll vor diesem Timber Maniacs
irgendwie dieser Journalist stehen, der mich seinerzeit oder den wir seinerzeit angequatscht haben. Und der soll mir jetzt irgendwie eine Belohnung aushändigen, nämlich die Hunde-ID. Das stand in einem Kommentar, das würde ich mir doch ganz gerne mal angucken und gegebenenfalls auch mitnehmen. Ich glaube, das war Imchen hier, oder? Kann das sein? Hey, ich hab's geschafft! Ich bin jetzt Journalist! Und sogar ein rasender Hyper-Journalist! Ich glaube, das habe ich dir zu verdanken. Danke! Bitte, als Dank schenke ich dir das hier. Hunde-ID erhalten. Juhu. So, keine Ahnung, was ich damit soll, aber das wird uns das Menü vielleicht gleich nochmal verraten. Dann kann ich da nämlich auch einen Haken hintersetzen. Ich habe übrigens haufenweise, guck mal, diese Kaktusstachel hier bekommen. Ich habe auch versucht, die mit irgendeinem Wandler irgendwie umzuwandeln. Und das ging in irgendeine Silbermunition-Richtung zwar, aber... ich habe die auch schon maximiert, deswegen habe ich dafür jetzt gerade keine Verwendung. Hunde können umbenannt werden. So, so. Nicht der allerwichtigste Gegenstand, aber hey, Komplettierung for the win und so. Ja, ich bin mit den Optionen, die ich jetzt zur Verfügung habe, echt ein bisschen überfragt. Ich habe übrigens, als ich da die ganze Zeit auf der Kaktoreninsel rumgewuselt bin, auch einmal ein Seed-Level-Upgrade erfahren. Also von 3 auf 4 ging das, glaube ich. Ich weiß nicht, ob wir in diesem Part überhaupt noch die Chance haben werden oder die Zeit haben werden, nochmal Seed-Prüfungen zu machen, weil es sind echt alle Hände voll zu tun. Und ich wollte hier bis zu einem bestimmten Punkt auch ganz gerne nochmal ins Hexenmausoleum. Ne? Das ist ja euer Wunsch und euer Tipp auch gewesen, dass ich das zuerst machen soll. Ja, ich habe die Gegner 0% jetzt nicht drin. Weil es irgendwie, ja, ich weiß nicht, so viele tolle andere Abilities gibt, die ich gerne mitnehmen möchte. Deswegen müssen wir da jetzt mal eben kurz uns auf diese paar Kämpfe hier einlassen, die mir unterwegs über den Weg laufen. Ich wollte eigentlich nur zu Ragnarok gehen, deswegen, ja, ist das jetzt hier so ein bisschen blöde. Auf jeden Fall habe ich irgendwie, ich habe mir zwar haufenweise Notizen gemacht, habe aber den Fehler gemacht, dass ich im Vorfeld für mich keine Reihenfolge festgelegt habe. Ich hoffe mal, dass mir das alles so ein bisschen gelingen wird. Also alles schaffe ich auf gar keinen Fall, was ihr mir geschrieben hattet. Ich weiß auch für mich persönlich noch nicht so richtig, ob ich alles auch machen werde, weil von einigen Sidequests wurde mir auch irgendwie abgeraten. Was ist mit der Hand? Die Hand ist voll kaputt. Warte mal, vielleicht muss das da unten weggehen. Hallo? Gehst du da mal weg? Ich habe schon verstanden, dass ich jetzt auf Level 4 bin, aber irgendwie ist das Handsymbol gerade ein bisschen verbuggt. So, warte mal, ich lande mal eben kurz. Jetzt ist es weg. Okay, gucken wir mal, ob das jetzt vielleicht funktioniert. Ich hoffe, dass das damit zusammenhängt. Ich habe jetzt keine Lust, dass... Ja, okay, jetzt geht das wieder ohne Probleme. Hexenmausoleum Esther. Ich würde mal sagen, wir machen das jetzt. Ich fand auch die Begründung absolut nachvollziehbar, ne? Weil wenn ich das jetzt hier abschließe, dann kann ich irgendwie danach immer noch das ganze optionale Zeug machen. Das wird erst... oder das wird erst ein Riegel vorgeschoben, wenn ich auf die Lunatic Pandora... gehe und deswegen können wir jetzt hier erstmal nochmal hin. Das mit Timba, obwohl in der Nähe von Timba, sehe ich gerade auf meinem Zettel, gab es auch noch eine Sidequest, aber das werden wir dann vielleicht im Anschluss machen. So, jetzt gilt es erstmal Rinoa hier irgendwie rauszuholen. Beim letzten Mal stand ja hier noch irgendwie so ein komischer Typ, ne, der uns den Zugang verwehrt hat. Gegner gibt's ja auch. Na, sieh mal einer an. Ey, das hat aber echt Spaß gemacht auf dieser Kaktorinsel, muss ich ja mal sagen, weil man so innerhalb von extrem kurzen Zeitabständen irgendwie total die Erfolgs- und Glücksmomente irgendwie mitnehmen kann. Also richtig cool. Warte mal, aber der... Ja, ich habe jetzt auch Rauben nicht mehr drin. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich werde erstmal auf Rauben verzichten. Oh, Skull macht aber richtig wenig Schaden. Was ist denn da los? Oh nee, ey, das sind bestimmt so eine Viecher, die man eher mit Zaubern kämpfen muss. Ich will jetzt aber nicht zaubern. Oh, ey, geh mir nicht auf den Sack hier. Ich habe eine wichtige Mission zu erledigen. Nee, warte mal, Tomberry ist ja kein... Der greift ja auch nur physisch an, ne? Deswegen ist das, glaube ich... Ich könnte hier den Kaktor mal beschwören. Auch wenn der Kaktor hier wahrscheinlich jetzt nicht so den mega großen Schaden austeilen wird. Wahrscheinlich ähnlich wie unsere normalen physischen Angriffe. Aber man kann sich den ja trotzdem mal angucken, ne? Wie der so aussieht und was der so macht und wie der so rumtrappelt. Ich liebe echt diese Kaktoren. Das hat sich in dieser einen Stunde, wo ich im Vorfeld auch ein bisschen am
Rumkämpfen war und so schon wieder total bestätigt. Ich mag diese Viecher einfach, ja, okay. Also die werden wahrscheinlich gegen alle möglichen... Oh, okay, der große Auftritt unseres kleinen Kaktors wird sich wahrscheinlich dann doch etwas weiter nach hinten verschieben. Ich bin ja echt auch so erstaunt gewesen, als ihr mir in der letzten Folge in die Kommentare geschrieben hattet, dass ich ein totales Glück gehabt habe bei diesem Kaktorius, dass der am Ende nicht geflohen ist. So, warte mal, ich glaube, die Wünschelrute, die habe ich gerade auch nicht dabei. Die sollte ich ja aber vielleicht für den neuen Ort irgendwie noch mit reinbringen. Oh, das ist so schwer. Ich würde eigentlich am liebsten diesen Rosetta-Stein jetzt irgendwie zum Einsatz bringen. Ay, guck mal, ey, das ist so blöde. Das muss ich ja irgendeiner GF geben, ne? Das kriegt ja keinen Charakter. Oh, das ist echt fies. Ich weiß nicht, was ich hier wegmachen soll. Ich glaube, ich mache den Geistwert dann erstmal temporär hier weg. Vielleicht bin ich ja auch relativ schnell hier raus. Ich weiß ja nicht, was jetzt hier genau passieren wird. Gucken wir einfach mal. Ihr wollt euch von ihr verabschieden? Nee, wir wollen sie zurückholen. Wir machen eine Ausnahme. Weitergehen. Oh Gott, jetzt habe ich deren großen Herz, ja, zu verdanken, dass ich Renoa wahrscheinlich zurücknehmen kann. Wenn die wüssten, was wir eigentlich im Schilde führen. Ach du Scheiße. Okay. Ich kann mich nicht bewegen. Hallo Renoa, sitzt sie uns? Ist sie wach? Ist alles okay mit ihr? Habt ihr sie gut behandelt? Habt ihr ihr genug Essen gegeben? Was wollt ihr hier? Man weiß immer erst später, was man hätte tun sollen. Ja, was redest du da? Ich weiß jetzt, was ich tun möchte. Noch habe ich die Chance, deshalb bin ich hier. Ich will später nichts bereuen müssen. Ich glaube, das interessiert den echt nicht, die Bonus-Squall. Ich will Renoa zurück. Was? Das ist jetzt zu spät. Wieso? Oh oh. Wow, David Quist ist zu Furie und Xel rastet auch voll aus. Squall, jetzt oder nie? Ich glaube, ey, ganz ehrlich, diese komischen Professorwürstchen, die würden wir auch im Kampf irgendwie besiegen können. Kann ich jetzt direkt schon zu ihr hin oder soll ich erstmal mit den Leuten reden? Okay, dass die nicht reden, wundert mich gerade irgendwie nicht. Nach vorne kann ich nicht. Muss wahrscheinlich jetzt hier über den linken Weg oder was? Oh, wow. Sie ist aber noch nicht versiegelt, oder? Sie sieht irgendwie noch relativ lebendig aus. Renoa, warte, ich werde dich da rausholen. Und nun? Was mache ich jetzt? Sie ist aber trotzdem in irgendwas gefangen, ne? Ist das irgendwie so eine gläserne Wand zwischen denen? Weil sie hält sich da auch so komisch dran fest. Oh. Schön. Wisst ihr, was ich da gerade total toll dran fand? Auch wenn das so ein bisschen kontraproduktiv klingt zu dem, was ich sonst immer so sage. Aber ich finde, das hatte gerade voll den tollen Effekt, dass da gerade nur Geräusche zu vernehmen waren und keine Musik. Das hat so ein bisschen den Eindruck erweckt, als ob die Zeit für einen kurzen Moment stillstehen würde. Also, ja, okay, da ist sie wieder, die Gänsehaut. Ich bin eine Hexe. Und ich mag Hexen. Renoa, Squall. Wir verschwinden. Oh, das ist so klar. Oh, das ist so toll. Das ist so toll. Ich hätte echt mit mehr Widerstand hier gerechnet, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Na, die sind ja wohl Pille-Palle. Was wollt ihr eigentlich? Warum tanzen die jetzt hier irgendwie voll mit ihrer Choreografie? Wer ist das? Ich wette, ich kenne den irgendwie schon. Scheint auf jeden Fall irgendwas zu melden zu haben. Kannst du auch sprechen? Warum? Warum was? Wer bist du denn? Kann ich wieder zurück? Nee. Hallo, hast du hier irgendwas? Okay, die Wache spricht nicht mehr. Haben die alle irgendwie Angst vor dir oder was? Nee, der spricht auch nicht. Keine Ahnung, irgendwie ist mir die Situation hier gerade nicht so ganz geheuer. Warum hält mich keiner auf? Ich kenne ihn. Kenne ich ihn auch? Hab ich den schon mal gesehen? Ich kam gerade wieder so ein bisschen in meine Erinnerung. Krieg da aber irgendwie keinen Zusammenhang hin. Was ist denn, Renoa? Es ist mir etwas peinlich. Erzähl. Warum das? Ich hatte mich dazu entschlossen, in Esther zu bleiben. Und? Aber als ich Squall sah, war ich so glücklich.
Das ist doch überhaupt nicht peinlich, ja, sag ich doch. Ich glaube, das kommt noch, was sie eigentlich meint. Glücklich sein ist wirklich schön. Oder war das doch das? Dafür muss sie sich doch nicht schämen. Ich danke euch allen. Gern geschehen. Was ist mit dir los, Squall? Du sagst ja gar nichts. Kennt ihr ihn denn anders? Was ist mit mir los? Was mit mir los ist? Oh, voll falsch vorgelesen. Ich als Squall-Expertin weiß es. Oh, wie witzig. Oh, ich höre das irgendwie gerade so. Ja, egal. Was sollen wir jetzt tun? Was passiert, wenn... Je mehr er nachdenkt, desto pessimistischer wird er. Ja, sie hat Squall wirklich schon ziemlich gut studiert, wie mir scheint. Wie wär's denn, wenn du dir eine etwas fröhlichere Zukunft vorstellen würdest? Lass mich doch. Ich glaube, im Inneren ist er gerade sogar ein bisschen optimistischer, als er sich gerade verkauft. Jetzt mal im Ernst, was geht ab? Hab zwar keinen Plan, aber wir müssen irgendwas mit der Lunatic Pandora machen, stimmt's? Sie wird von Galbadia gesteuert. Das heißt doch, dass Cypher irgendwie dahinter steckt. Cypher befolgt nur Artemisias Befehle. Genau, diese Schlampe. Es kann nicht sein, dass sich jemand aus der Zukunft bei uns einmischt. Wir werden es jetzt zeigen. Leichter gesagt als getan, oder? Wir sind die Seeds. Wir werden alle Hexen umnieten. Sorry. Ich finde, er hat recht. Ich finde es auch gut, dass er hier so ein bisschen Chakra-mäßig nach vorne pirscht. Wo fliegen wir jetzt hin? Ich will euer Kinderheim sehen, von dem ihr mal gesprochen habt. Okay, die Ruinen? Ist doch langweilig. Naja, ich will zu einem Ort, wo keine Menschen sind. Ich bin eine Hexe. Wenn Artemisia kommt, müssen wir Renoir dann da abgeben, oder was? Flieg bitte zu Edeas Haus. Okay. Gesagt, getan. Jetzt, wo wir hier unseren geilen Teleporter-Mechanismus haben, sollte das ja eigentlich kein Problem mehr sein. Hier war das, genau. Ey, das ist so toll. Ey, wie komfortabel das ist und wie viel schöne Zeit man einspart dadurch, ja. Total klasse. Also will sie sich da jetzt irgendwie verbarrikadieren, um die Gefahr irgendwie zu minimieren, dass Artemisia sie findet? Also ob das so ein guter Plan ist, ich weiß ja nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass Artemisia dort auch die ein oder andere Rinoa vermuten wird und dass sie da nicht so wirklich safe ist, aber ja, wir gucken uns das einfach mal an. Hier darf ich ja noch hin, ne? Ihr hattet ja geschrieben, dass das irgendwie nur, sobald ich auf diese Lunatic Pandora gehe, ein Problem darstellt. Kann ich hier nicht landen? Oh, ich habe keinen Bock, die Gegner 0% jetzt wieder reinzumachen. Ich glaube, den einen oder anderen Kampf werden wir jetzt bestimmt wieder mitnehmen, oder? Nee, doch nicht. Okay. Hallo Angel, na? Wie geht's dir so? Hä? Ich könnte Angel jetzt theoretisch umbenennen mit dieser komischen Hunde-ID, ne? Wenn er nicht brav ist, könnte ich ihn voll Devil nennen. Das sieht cool aus. Also hier standen wir beim letzten Mal noch nicht. Oh, sorry. Was ist? Hier ist wohl einer zu viel. Inwiefern? Warum? Das sieht dir nicht ähnlich. Hä? Ich hole Renoir. Warte hier, Squall. Oh, das hat Quistis gesagt. Habe ich jetzt stimmenmäßig schon wieder ein bisschen verbockt? Nicht einer zu viel. Quistis stand ja hier auch gerade eben noch. Und du so? Oh, ist das schön. Auch mit dem Hintergrund und allem drum und dran. Was meinst du, was ich Renoir sagen soll? Also ich bin dafür, dass du einen Heiratsantrag machst, aber mich fragt ja keiner. Ich sollte lieber nicht über Hexen sprechen. Doch, ich glaube, du hast dich vorhin so positiv über Hexen geäußert. Ich glaube, da musste selbst eine Renoir wieder schmunzeln. Es stört mich nicht, dass sie eine ist. Ich glaube, da haben Angel und du was gemeinsam. Dich auch nicht, oder? Ey, also Squall und ich, ey, unsere Denkmuster. Wirklich, das ist langsam ein bisschen gruselig, wie oft sich das in letzter Zeit und überschneidet. Renoir ist Renoir. Ja, und genauso wie Edea Edea ist, ne? Muss man ja auch mal so an der Stelle sagen. Und nu? Oh, sogar Angel lässt uns alleine. Oh, Baby, wir sind vollkommen unbeobachtet, hoffe ich. Xel wird sich bestimmt irgendwo im Hintergrund verstecken und uns heimlich begaffen. Was passiert mit mir? Sei unbesorgt. Es gab auch gute Hexen. Edea war auch eine gute. Du wirst bestimmt auch eine. Aber Edea, ich weiß nicht, was passiert, wenn Artemisia in mich dringt. Im Weltall habe ich Adele wieder erweckt. Was werde ich als nächstes anstellen?
Was wird dann? Muss ich dann gegen die ganze Welt kämpfen? Ich habe Angst. Weiß Edea eigentlich, dass ihre Macht auf Rinoa übergegangen ist? Ich bin mir nicht sicher, ob sie jemals schon einen Hinweis darauf gegeben hat, dass sie weiß, wer ihre Kraft quasi übernommen hat. Rinoa. Auch wenn die ganze Welt gegen uns ist, bin ich immer noch dein Hexenritter. Oh, wie romantisch. Oh, ist das schön. Schade, dass er das nicht ausgesprochen hat. Ich glaube, das wäre so eine Aussage, die sie echt gerne gehört hätte. Aber sie wird wahrscheinlich eins und eins auch gut zusammenzählen können. Wenn Artemisia mich beherrschen sollte, kommen die Seeds, um mich zu töten. Mit dir als Anführer. Und dann wirst du mein Herz mit deinem Schwert... ob er dazu imstande wäre, ich glaube ja irgendwie nicht. Aber wenigstens werde ich von dir getötet. Ich glaube nicht, dass Squall sein Schwert gegen Rinoa erhebt. Egal, was für böse Hexen und wenn das 10 sind, die da gleichzeitig Macht von ihr ergreifen. Ich glaube, das würde er nicht übers Herz bringen. Squall, wenn es soweit ist... Nein, sage ich doch. Das werde ich nicht tun. Ich kämpfe nicht gegen dich. Unser Feind ist Artemisia, die Hexe aus der Zukunft. Artemisia wird kommen. Ich werde dann von ihr beherrscht. Was willst du tun? Wie willst du mich retten? Mir wird schon was einfallen. Es gibt bestimmt einen Ausweg. Glaubst du? Ja, ich werde einen finden. Vertrau mir. Ich vertraue dir. Bis du einen Weg findest, sollte ich vielleicht doch in dieser Kapsel bleiben. Das ist zwecklos. Ich werde dich dann wiederholen. Du bleibst in meiner Nähe. Oh, genau das war's. Was war? Damit hat alles angefangen. Aha, hat er das so schon mal zu ihr gesagt? Wovon redest du? Hast du's vergessen? Hab ich das gesagt? Ist schon gut, wie die sich jetzt schon wieder anzicken, ey. Wie zu Anfangstagen. Daran sind die GF schuld, deswegen habe ich es vergessen. Ja, stimmt, da war ja was. Das habe ich auch schon wieder gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Faule Ausrede. Geht's dir wieder besser? Ja. Ja, ich finde, sie sieht auch wieder relativ fröhlich aus im Vergleich zu den letzten Szenen, wo wir sie beobachten konnten, gerade im letzten Part. Squall, ich hatte einen schlimmen Albtraum. Darin wollten wir uns zusammen die Sternschnuppen ansehen. Das ist der Albtraum. Nein, da kommt bestimmt noch irgendwas. Ich habe mich schön gemacht, aber ich wusste nicht mehr, wo wir uns treffen wollten. Ich wusste nicht, wohin, aber ich lief, um dich zu suchen. Berge, Wüsten, Felder, Timber, Balamb, Galbadia, ich war überall. Ich konnte nicht mehr laufen, aber ich wollte dich sehen. Ich rief, Squall, wo bist du? Dann bin ich aufgewacht. Ich habe geweint. Ich weiß nicht, warum ich dir das erzähle. Aber wenn ich es dir erzähle, muss ich nicht mehr daran denken. Hey, du hast dir das doch gerade damit selber in Erinnerung gerufen. Der Grund, warum wir uns nicht treffen konnten, ist, weil wir uns nicht abgesprochen haben. Kann sein. Wir treffen uns hier. Ich werde hier sein. Irgendwie bin ich jedes Mal ein bisschen irritiert, wenn sie nicht gleich drauf losspricht. Und dann, weil wir haben sie halt so als Mädel kennengelernt, die ihr Herz so ein bisschen auf der Zunge trägt, ne, und immer so ein bisschen drauf losplaudert. Ich werde hier warten. Auf wen? Na, auf Mutter Teresa. Ich werde hier auf dich warten. Okay, ich werde hierher kommen. Dann klappt es bestimmt. Wie sie sich freut, wie so ein kleines Mädchen. Versprochen. Ups. Ich störe ja ungern, aber... Wir haben eine Nachricht aus Esther erhalten. Sie wollen die Seeds anheuern. Okay, sie wollen wohl Rinoa wieder haben. Ja, glaube ich irgendwie auch. Der Gouverneur am Apparat heißt Kiros. Kiros ist doch unser Kiros. Ja, wahrscheinlich, Gouverneur. Kiros, Sie wollen uns anheuern? Gehen wir hin. Okay... Ist das jetzt schon der Moment, wo wir auf die Lunatic Pandora kommen oder kann ich mir das noch angucken? Irgendwie traue ich mich nicht, aber ich finde diesen Ort irgendwie so schön.
Das erinnert mich so ein bisschen an, an die, oh Gott, ich glaube, das war irgendeine Anfangssequenz. Ey, da ist Idea. Hoffentlich ohne, dass Artemisia jetzt irgendwie in sie eingedrungen ist. Aber Idea ist ja jetzt offiziell nicht mehr irgendwie gefährdet, ne? Dadurch, dass ihre Hexenkräfte auf Enor übergeschwappt sind. Können wir mal kurz mit ihr schnacken. Squall, der kleine Junge, der immer heulend nach Elione gesucht hat. Ja, der bin ich. Oh, okay, ich dachte, sie sagt noch irgendwas anderes. Kann ich gegen sie eigentlich Karten spielen? Nee. Also nicht, dass ich das jetzt wollte, aber... Okay, gut, dann sind wir jetzt hier erstmal fertig. Ich glaube, ich werde jetzt nicht nach Esther aufbrechen. Ich habe irgendwie zu viel Angst, dass es da schon weitergeht. Squall. Ja, Mama? Nicht in diesem rauen Ton, bitte. Ich will dir etwas erzählen. Etwas über mich. Okay, gerne. Wie cool sie läuft, ey. Die Frau ist echt die totale Lady. Richtig hübsch, ey. Schönste Frau, glaube ich, im ganzen Spiel. Die Tragödie begann vor ungefähr 13 Jahren. Ich wurde eine Hexe, als ich noch klein war. Vor 13 Jahren bekam ich zusätzliche Macht. An dem Tag traf ich hier eine Hexe, die ihre ganze Energie verbraucht hatte. Ich habe die Macht dieser Hexe übernommen. Mhm. Ansonsten hätte sie meine Kinder bedroht. Daher habe ich ihre Macht angenommen, aber damit begann die Tragödie. Das wissen wir aber schon, oder? Also, dass sie sich auf diese Kräfte eingelassen hat und hier angenommen hat, um ihre Kinder quasi zu schützen. Jetzt hat das Leid ein Ende. Ich weiß jetzt, dass jedes Leid irgendwann einmal endet. Squall, daher musst du... Ja, deinen Kampf zu Ende führen, auch wenn dadurch neues Leid entsteht. Ich mag das nicht, wenn sie so redet. Das klingt, als ob ich irgendwie ganz böse Opfer bringen müsste, um die Welt zu retten. Und das will ich gerade irgendwie nicht. Ich glaube, sie wollte das aber auch irgendwie andeuten, oder? Geh jetzt, Squall. Ja, Mama, irgendwie habe ich Angst vor der Frau. Die ist so cool. Ich glaube, ich weiß gar nicht. Alle fragen mich immer, ja, Eris oder Rinoa oder so. Aber ich muss sagen, dass Idea irgendwie für mich auch in der ersten Liga mitspielt, wenn es darum geht, bestimmte Charaktere irgendwie zu mögen und da so ein Ranking reinzubringen. Also, ja, das wird schwer. Also irgendwann, wenn ich mein Fazit ziehe, spätestens wenn ich mit dem Let's Play hier durch bin, wird das, glaube ich, echt gar nicht so einfach werden. Und da ist Cid auch wieder. Irgendwie mag ich Cid in diesem Spiel trotzdem nicht so gerne. Ich weiß nicht warum. In Teil 7 fand ich den echt super. Da gehörte der ja zu einem meiner Lieblingscharaktere, auch was ihn so als Kämpfer und so anging. Aber hier, weiß ich nicht, hat er irgendwie nicht so den gleichen Stand bei mir, muss ich ja leider sagen. Wenn Sie sich zu etwas entschlossen haben, müssen Sie auch dazu stehen. Wenn Sie unentschlossen sind, überlegen Sie gut, was Sie wirklich tun wollen. Halbe Sachen führen zu nichts. Ich finde das zum Beispiel auch voll blöde, dass er dadurch, dass er uns sieht, aber gut, das wird wahrscheinlich auch der Übersetzung geschuldet sein, ne? Im Englischen hat man ja diese Abgrenzung nicht. Ich weiß nicht, ob es die im Japanischen gibt. Unterscheidet man da zwischen du und zwischen sie? Weil, guck mal, eigentlich sind wir eine große Familie und er ist mit Idea verheiratet. Idea sieht uns als Kinder an und trotzdem sieht er uns. Ich finde das irgendwie voll unherzlich und irgendwie voll kühl auf die bestimmte Art und Weise. Also versteht ihr, was ich meine? Ganz komisch. Du bist also Rinoa. Es tut mir leid, dass ich dir eine Last aufgebürdet habe. Okay. Niemand kann etwas dafür. Ich werde niemanden deswegen beschuldigen. Ja. Aber es wäre nett, wenn sie meine Lehrerin werden würden. Oh, okay. Das ist ja ein süßer Vorschlag. Sie sind meine Hexenmeisterin. Hört zu, Rinoa. Es gibt eine Möglichkeit, wie man die Unsicherheit beseitigt. Finde einen Ritter. Den hat sie doch schon. Jemanden, der immer an deiner Seite ist und dich beschützt. Der steht direkt vor dir. Idea, einfach mal Augen aufmachen. Früher hatten alle Hexen ihre Ritter. Hexen, die niemanden hatten, begannen, ihre Macht zu missbrauchen. Ich hörte, dass Adele keinen Ritter hatte. Ja, aber Artemisia hat ja auch ihren Hexenritter in Form von Cypher und ist trotzdem irgendwie voll das weibliche Arschloch. Also... Bin mir ja nicht so sicher, ob das immer so gilt. Ich vermute, dass auch Artemisia keinen hat. Nicht? Haben Sie auch einen Ritter? Ja, natürlich. Er ist immer an meiner Seite und beschützt mich. Ein Ritter wird dich stützen. Er wird deine Seele reinigen. Deswegen, Rinoa, musst du einen Ritter finden. Nein, du brauchst gar nicht zu suchen. Mm-mm. Freut sie sich? Ich glaube, sie weiß ganz genau, dass sie ihren schon hat, oder? Ist etwas?
Ich habe schon meinen ganz persönlichen Azubi-Ritter. Ah, oh, wie süß, ey. Ach, ist das toll. Es ist schwer, sowohl ein Seed als auch ein Ritter zu sein, aber es ist nicht unmöglich. Ah, Idea hat den Zusammenhang wohl hergestellt, wie mir scheint. Okay, das ist ja cool. Na, Schnarchnase, sagst du noch was? Nee, oh, nee, irgendwie. Nee, mit Sid werde ich in diesem Spiel, glaube ich, nicht mehr warm, egal was da noch kommt. Aber gut, dass ich hier nochmal hingelatscht bin, um nochmal mit denen zu schnacken. Fand ich gerade ja irgendwie total knuffig. So, ihr Lieben, ich glaube, jetzt ist die Zeit auch gekommen, um sich bestimmten optionalen Themen zu widmen. Ich weiß nicht, was ich jetzt hier noch schaffen werde und was nicht, aber ich glaube, ich werde jetzt zuallererst... Oh, ich konnte da gerade nicht rein, ey. Ragnarok ist voll nicht von hinten besteigbar. Machen wir das jetzt schnell. Ich meine, das ist ja sowieso nur noch Kanonenfutter für uns. Oh, Renoa ist dabei. Oh, 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 oh. Okay, das war aber so nicht geplant. Da muss ich jetzt gleich nochmal ein bisschen was anpassen. Ich weiß gar nicht, mit wem ich jetzt überhaupt kämpfen möchte. Aber ich glaube, ich werde Xell und Renoa jetzt wieder ins Team mit aufnehmen. Idea haben wir ja nicht, ne? Oh, ich würde so gerne wieder mit Idea kämpfen. Das wäre so cool, wenn sie uns jetzt wieder begleiten würde. Aber ich denke mal nicht. Aber wir können ja mal eben kurz schauen. Truppe? Ne. Dann bleiben wir jetzt so. Ja, dann bleiben wir jetzt so. Austausch, Renoa und Quistis. Sehr schön. Dann sollte ich Renoa vielleicht nochmal heilen. Mit Zauber und benutzen. Und oh, sie hat noch 100 Vitra. Ach, stimmt. Ich hatte, glaube ich, offscreen auch ein bisschen die Vitras nochmal umverteilt und bei den ganzen Reserveleuten die Vitras auf die Hauptmannschaft so ein bisschen umgeswitcht und so. Mann, ey, ich klemme hier voll in meinem eigenen Gerätzeug hier gedöhnt. So, jetzt wird das erstmal spannend. Also, ich habe mir aufgeschrieben, es gibt zwei Inseln mit guten Drawpunkten, wo ich möglichst mit 0% rumlaufen sollte. Mal gucken. Ich glaube, den einen oder anderen Kampf möchte ich mir trotzdem mal angucken. Es soll einmal auf der westlichsten Insel auf der Karte, und zwar neben dem Galbadia-Kontinent irgendwo was geben. Ich weiß nicht, ob diese Insel eingezeichnet ist. Ich weiß nämlich auch von euch, dass so eine ganz spezielle Insel im Südwesten der Weltkarte auch noch sein soll, und da werde ich aber eher zum Schluss erst hingehen, weil die soll relativ knifflig und tricky sein und hast du nicht gesehen. Ich arbeite mich jetzt einfach bei meinen Notizen von oben nach unten durch, und die Frage ist halt nur, wo ist die westlichste Insel? Ich hoffe mal, dass das hier der Galbadia-Kontinent auch ist. Dealing City, Timber, Dollet. Das muss ja aber sein, oder? Hier unten ist doch nicht der Galbadia-Kontinent, ja. Wir gucken uns das einfach mal an. Ich habe irgendwie voll Angst, dass ich die Inseln oder die falsche Insel mir jetzt greife. Hier bin ich jetzt schon wieder am anderen Ende der... Ja, okay, alles klar. Das heißt, wir gehen mal eben kurz wieder zurück. Und ich glaube, ich war hier gar nicht so falsch. Vielleicht ist das auch die hier. Ich kann das ja, auch den Tipp habe ich bekommen, immer ganz gut über das Menü zurückverfolgen. Ich habe gerade ein bisschen Angst, dass ich aus Versehen einen Kampf initiiere, aber solange ich mich nicht bewege, müsste ich ja eigentlich speichern können. Oh Gott, das Tor in die Hölle. Jetzt habe ich Angst, also schon allein der Name, der ist irgendwie relativ beunruhigend, um das mal ein bisschen harmlos auszudrücken. Aber ich muss euch sagen, auch wenn es hier geile Drawpunkte geben soll, ich werde mir jetzt ja einmal kurz angucken, warte mal. Bei den Kopplungen will ich die Wünschelroute erstmal wegmachen. Und dafür wieder irgend so ein... Was hatte ich denn vorher hier drin? Oh, ich will diese Boni alle immer mit drin haben. Auf der anderen Seite ist sowas wie Rauben natürlich auch ganz cool. Vor allen Dingen, wenn die Gegner hier so sehr schwer und speziell sind. Ich habe gespeichert, das ist alles gut. Ich mache das gerade sehr absichtlich, weil ich möchte mir ganz gerne angucken, was das hier für Gegner sind. Das wird mir hoffentlich gestattet sein. Die sollen hier, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch alle irgendwie auf Level 100 und so sein. Grendel. Grendel kennen wir aber schon. Grendel ist jetzt, glaube ich, nicht so... Oh, 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 oh. Okay. Ja, ja, ich habe schon verstanden. Und die werden wahrscheinlich auch richtig viel aushalten und so. Ich glaube, mit der richtigen Strategie könnte man das trotzdem irgendwie hinbekommen, ne? Wenn man da jetzt ganz viel auch mit den richtigen Drachenschuppe... Okay, Drachenschuppen sind cool. Vielleicht kriege ich den Kampf jetzt doch irgendwie hin. Mann, ich habe das jetzt timingmäßig gerade wieder ein bisschen...
bisschen versemmelt. So, warte mal, lass mich mal jetzt hier mit GFs arbeiten, weil die Drachenschuppen, die würde ich jetzt doch ganz gerne mitnehmen. Und das ist vielleicht auch ein ganz guter Moment, um den Kaktor jetzt... Ach Mist, der erste Charakter, mit dem ich das jetzt hier gerade begonnen habe, der hatte, glaube ich, hier den Kaktor. In dem Kampf gucken wir uns jetzt auf jeden Fall den Kaktor an. Und solange ich die GFs jetzt hier immer beschwöre, müsste ich ja eigentlich eine realistische Chance haben. Ich frage mich, ob die Grendels hier die einzigen Gegner sind. Ist aber schon ein bisschen übertrieben. Also ich hätte mir schon so gedacht, dass sie jetzt hier vielleicht so 1000 Schaden und so austeilen. Aber das übersteigt auch so ein bisschen das, was ich erwartet hatte, um ehrlich zu sein. Und ich bin hier richtig gespannt auf die Draw-Punkte. Also beide Inseln sollen ja irgendwie die Gemeinsamkeit haben, dass sie richtig wertvolle Dings hier auch mitbringen. Scheiße. Ja, ich glaube, die eine oder andere GF, die wird mir hier gleich elendigst draufgehen. Auf den Kaktor bin ich jetzt gleich richtig gespannt. Und Cerberus ist immer noch so cool. Also so, ich weiß nicht, ich glaube, in so besonders schwierigen Kämpfen, so wie das auch beim Kaktorius der Fall gewesen ist, wird er uns noch gute Dienste leisten, schätze ich mal. Und ja, ich könnte ja theoretisch auch so ein bisschen den Ausblick stellen, was ich mir ansonsten noch vorgenommen habe und so. Aber scheiße. Ich glaube, da ist mir gerade eine GF flöten gegangen. Kann das sein? Tombury? Wollen wir mal Tombury ausprobieren? Ja, wir probieren mal Tombury aus. Aber Excel weicht gerade richtig geil aus. Ich weiß nicht, wogegen die empfindlich sind, aber ich bin gerade schon wieder zu faul, um Analyse einzusetzen. Jetzt kommt der Kaktor. Zigtausend Stacheln. Yay! Go, Kaktor, go! Ah, hallo, mein kleines Duzi-Du. Oh, ich finde die so süß. Oh, ich finde die so süß. Ich finde die so süß. Ja, okay, der Schaden, der ist relativ überschaubar. Vor allen Dingen, wenn man den jetzt mit Diabolus vergleicht. Aber trotzdem. Okay, wenn das so weitergeht, dann wird er hier meine ganzen GFs niedermetzeln. Ich weiß gar nicht, wenn ich eine tote GF habe und dann zählte, wachen die dann wieder auf? Also ist das mit so einem Wiederbelebungseffekt dann auch für die GFs verknüpft oder heile ich damit nur meine eigenen Leute? Ich weiß nicht, ob ich diese Frage irgendwie schon mal gestellt hatte. Okay, das war ziemlich lame. Das war ziemlich lame. Ich glaube, ich muss jetzt gerade auch echt höllisch aufpassen. Kaktor, nee, ist gleich tot. Wir machen mal nochmal Diabolus hier. Tombury war kacke. Gucken wir mal, was Queasy so drauf hat. Bote des Schattens, okay. Okay, Leviathan ist auch tot. Ne? Das ist ja schon wieder total berauschend. Nehmen wir jetzt hier nochmal Ifrit. Ja, keine Sorge. Also ich werde jetzt nicht für den restlichen Part hier 1000 Beschwörungen noch initiieren. Aber einen Kampf zu gewinnen wäre irgendwie mal cool. Auch um zu sehen, wie viel Erfahrung die letzten Endes da lassen. Vielleicht gibt es jetzt nochmal 10.000 jeweils. Ja, sehr gut. Okay, also Diabolus könnte mir hier echt den Arsch retten. Aber irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl, als würde ich das hier nicht hinbekommen. Ich müsste mich jetzt langsam auch mal hier um Heilung und sowas alles kümmern. Queasy haben wir jetzt hier in dem Kampf noch nicht gesehen. Deswegen lasse ich den nochmal drin. Und ja, also von all den Sachen, die ich jetzt noch machen kann, die mir auch zur Verfügung stehen, mir wurde zu ganz, ganz viel Dingen geraten. Auch so Komponentenfarmen für bessere Waffen und dann hier so diverse Sidequests, die sich quer über den Erdball verteilen. Bei der Card Queen Quest, da gab es aber auch Stimmen, die gesagt haben, das lohnt sich nicht und darauf soll ich erstmal verzichten und so. Und gleiches gilt auch für diese Obersee-Quest, weil das irgendwie mit einem relativ hohen Zeitaufwand verbunden ist, aber relativ wenig letzten Endes abwirft. Und ich muss sagen, ich bin mir unschlüssig, wie ich damit umgehen soll, weil diese beiden Themen, die würde ich jetzt, nachdem wie ihr mir das geschildert hattet, glaube ich auch erstmal außen vor lassen wollen. So, warte mal. Zauber. Triple. Vigra, Renoir 1, Squall und nochmal Renoir. So, ich glaube, das war eine ganz gute Idee. Hier werden wir jetzt mal unser Glück mit Pandemona versuchen. Wobei, ich glaube, die GFs, die machen hier alle gar nicht so viel Schaden, ne? Cool, wenn ich meine Limit-Attacken jetzt zur Verfügung hätte. Ich habe übrigens in der letzten Folge auch den Tipp zur Kenntnis genommen, dass wenn meine Leute einen niedrigen Gesundheitsstand haben, dass ich durch den Switch zwischen den einzelnen Charakteren das auch immer wieder... Oh, die sind tot! Yay! Ich habe Level 100 Gegner besiegt! Na, 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 na! Coole Sache.
Das ist echt cool. Mir fällt gerade ein, ich habe nur von einem Gegner die Drachenschuppen geklaut. Ne? Aber gut, vielleicht droppen die jetzt hier irgendwas. Und die Level-Ups, ja, die waren cool. Hier habe ich dafür jetzt welche bekommen. Sehr cool. 12 AP macht jetzt den Kohl auch nicht mehr fett. Aber ja, für die Level war das wie zu erwarten mehr als ein großer Segen. So, warte mal, dann gucke ich jetzt mal. Obwohl, ich glaube, hier wäre es sinnvoller, jetzt einmal zu zelten. Dann kann ich nämlich im gleichen Atemzug auch mal gucken, ob die GFs wieder zurückkommen. Sieht aber irgendwie nicht so aus, oder? Zelt, Komplettheilung, HP und der Zustände. Halt HP aller GF. Okay. Oh, das hier, die Hütte wäre es gewesen. Mist, okay, dann kann ich jetzt hier aber trotzdem den Stall nehmen. Und ja, dann sind jetzt alle wieder da, ne? Wir sind vorhin verreckt. Ich glaube, das war Leviathan, ne? Lebt aber auch wieder, wenn ich das gerade richtig gedeutet habe. Gut, dann werde ich das jetzt mal abspeichern. Und dann werden wir uns gleich mal die Insel etwas genauer angucken. Diese Draw-Punkte, die sollen sich ja auch immer wieder regenerieren. Ich werde es noch einmal gucken, seid mir bitte nicht böse, aber ich will noch einmal schauen, ob wir hier noch andere Gegner zu Gesicht bekommen. Keine Sorge, ich werde jetzt auch direkt fliehen. Es sei denn, da kommt jetzt irgendein Gegner, der mich voll anmacht und voll interessant ist. Oh ja. Oh ja, ich glaube, den will ich jetzt nochmal probieren. Oh ja, das fängt gut an. Das fängt gut an. Mit Odin an unserer Seite ist das vielleicht schon mal ein ganz gutes Omen. Weil den Gegner kenne ich auch noch nicht. Also ich würde schon ganz gerne in diesem Let's Play möglichst jeden Gegner mir mindestens einmal angucken. Unabhängig davon, ob ich den besiegen kann oder nicht. Den habe ich aber, glaube ich, auf irgendeiner Karte schon mal gesehen. Ist er jetzt tot? Hey! Odin, mein Held. Ich hätte aber trotzdem ganz gerne gesehen, wie der heißt und was ich von dem rauben kann und drawen kann und überhaupt. Kampfbrocken. Okay. Vielleicht bekomme ich ja von diesen Gegnern, die hier rumlungern, auch so ein paar Komponenten, die ich später für meine Waffen und sowas alles brauche. Kann ja sein. Ich speichere das jetzt sicherheitshalber nach jedem Kampf ab. Ich hoffe, ihr versteht das, weil es mir ansonsten hier nämlich ein bisschen zu gefährlich. Aber den würde ich ganz gerne nochmal irgendwie haben. Und dann mache ich auch wirklich gleich die 0% rein, wenn ich das Gefühl habe, dass ich alle Gegner hier auch schon mal gesehen habe. Okay, hier kann ich zum Beispiel flüchten. Das ist nämlich nur Grendelchen. Ich hoffe, dass das hier auch klappt. Bei so Level 100 Gegnern, ja, ich wollte gerade sagen, kann ich mir nämlich vorstellen, dass das relativ schwierig sein wird, weil hier könnte ich mir vorstellen, auch diese Beweglichkeitswerte oder diese Reflexwerte oder keine Ahnung, was sie hier gegenüberstellen und davon abhängig machen, ob das mit der Flucht gelingt oder nicht. So, gucken wir jetzt nochmal. Ich würde ganz gern diesen Gegner, den Odin da gerade, den kenne ich schon. Oder ist das ein anderer? Warte mal, den muss ich mir jetzt mal kurz angucken. Ne, den kennen wir. Okay, warte mal. Habe ich Beben eigentlich mit jedem? Ich glaube schon, oder? Ich glaube, Beben hatte ich irgendwann schon mal irgendwo maximiert. Also den muss ich mir jetzt wirklich nicht geben. Der war schon im Ballamgarten immer so ätzend gewesen. Und den brauche ich jetzt irgendwie kein zweites Mal. Aber Wahnsinn, in wie kurzen Zeitabständen hier die Kämpfe kommen. Ey. Das hat bei den Kaktoren seinerzeit ein bisschen länger gedauert. So, jetzt haben wir Imchen hier wieder. Jetzt will ich mir... Ey, Odin, ey, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Ich meine, ich finde das ja gut, dass der kommt. Gerade hier auch in schwierigeren Kämpfen. Aber warum immer bei dem? Weißt du, wenn du mir jetzt hier so ein Grendel aus dem Weg geräumt hättest, das wäre cool gewesen. Oder wenn du uns den jetzt irgendwie noch am Leben lassen würdest. Aber nein, will er offensichtlich nicht. Also ich meine, okay, das sind jetzt hier geschenkte Level-Ups, die wir bekommen und geschenkte APs. Also wir bekommen ja APs hier auch raus, oder? Und Drachenzähne vor allen Dingen. Coole Sache. Ja, okay, also von mir aus kann das gerne noch so weitergehen. Das sind ja, ist ja hinterhergeworfene Stärke, die wir hier bekommen. Oh, ja, hier könnte Odin jetzt mal kommen. Ja, hier kriegen wir den aber jetzt wieder nicht. Sind die wirklich Level 100, die ganzen Gegner hier? Kann ich das irgendwo sehen, welches Level die haben? Bestimmt mit Analysezauber, ne? Ich werde in diesem ganzen Analysefenster wird das auch irgendwie immer mal wieder mit angezeigt. Jetzt die nächste Chance. Odin aus. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ich will nur sehen, was ich von dem drawen kann. Mist, ich hätte die letzten Kämpfe vielleicht auch speichern sollen, ne? Okay, warte mal. Vielleicht fliehe ich jetzt doch. Ich will nur gucken. Drachen-Isolde. Sag ich doch, dass ich den irgendwie irgendwoher kenne. Okay, ich glaube, wir sollten flüchten. Ich glaube, wir sollten ganz schnell flüchten. Würde mich zwar schon interessieren, was man von denen rauben kann, aber scheiße.
Okay, okay, okay. Bitte, bitte, bitte. Und ihr bitte stirbt davon, nicht scheiße. Okay, Xell. Xell, oh Gott. Xell, unser Retter. Das war knapp. Da ist mir das gerade fast zum Verhängnis geworden, dass ich so neugierig gewesen bin. Aber jetzt habe ich da immerhin meine Gewissheit. Ist jetzt auch nicht so tragisch, dass ich jetzt hier was investieren muss. Obwohl, ich könnte auch Engel dahin packen. Ach, seht ihr, Engel wollte ich sowieso eigentlich noch umpacken. Fällt mir gerade ein. Das mache ich mal eben nochmal kurz schnell. Ich weiß nicht, ob alle Engel gekoppelt haben. Ach Mist, ja, haben sie. Das haben wir alle, aber vielleicht haben wir hier noch irgendwelche Engelüberreste oder so. Das war nämlich der eigentliche Grund, warum ich offscreen hier auch in dieses Menü reingegangen bin. Aber ich glaube, hier wird das nicht... Ne, leider haben wir keine Engel mehr übrig. Okay, na gut, dann werden wir das jetzt ausnahmsweise mal mit Dings hier machen. So, Squall ist irgendwie versteinert. Das war doch irgendwie Goldnadel oder so, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Wo haben wir das? Hier, goldene Nadel. Ja, so rum ist ja das Gleiche. So, und dann heilen wir die jetzt nochmal hoch und dann kommen gleich die 0% mit rein. Ich will nur aufpassen, dass ich jetzt hier nichts versäume. So, alle frisch gestärkt. Dann gucken wir jetzt hier mal bei den Kopplungen. Das war ehemals Quistes, glaube ich, gewesen, oder? Und jetzt sie, genau, hier auf der letzten Seite. Alles klar. So, na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Die Karte brauche ich jetzt erstmal nicht. Und wir finden direkt Holy. So, ich glaube, ich gebe erstmal alles Squall. Ah, es ist halt immer relativ wenig, ne? Aber das wusste ich ja im Vorfeld schon. Das habe ich irgendwann... Ich weiß gar nicht, wann wir zuletzt über diese Themen gesprochen haben, aber ich weiß ja jetzt, dass das AG im Grunde genommen das Malzeichen ersetzen soll, also quasi dieses X. Und ich weiß auch, dass wir nicht... Der kann das nicht mehr bekommen? Der hat seinen Erzengel schon voll? Ernsthaft? Okay, das überrascht mich gerade ein bisschen. Oh, sogar viermal, da freue ich mich gerade. Vier ist schon relativ viel, wenn ich daran zurückdenke, wie wir um Esther seinerzeit die ganze Zeit versucht haben... irgendwie ein bisschen mehr aufzubekommen. Da war ja ganz oft immer nur eins oder zwei oder sowas mit drin gewesen. Aber das ist echt cool. Das ist jetzt für euch wahrscheinlich nicht so das Spannendste. Ich will hier unbedingt Ultima auch noch haben. Ich würde das sehr begrüßen, wenn wir hier Ultima irgendwie noch kriegen könnten. Ich bin gespannt, ob wenn ich hier einmal rum bin, ob ich dann am Ende, ob sich das direkt schon wieder regeneriert hat oder ob man erstmal ein bisschen weiter weg muss. Da, Ultima. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Das bekommt auch Mademoiselle Renoir, die momentan irgendwie alle Ultimas hat. Also irgendwann muss ich diesen ganzen Ultima-Batzen quasi von Squall weggegeben haben in irgendeine andere Richtung. Man muss ja nicht immer Squall das Beste hier bekommen, ne? Außerdem wird er jetzt um seine neue Lieblingshexe wahrscheinlich so besorgt sein, dass er ihr das gerne überreichen wird. Wenn Squall sich da irgendwie schwer mit tut, darf er mich gerne persönlich adressieren. So, Holy kann aber Squall dann bekommen. Ich glaube, die Holys, die splitten sich auch so ein bisschen auf. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Kann auch sein, dass Squall von Anfang an alle Holys bekommen hat. Ich glaube, wir hatten zuletzt welche auf diesem komischen Aura. Wer hat jetzt die ganzen Auras? Die hatte ehemals Quistes, das heißt, die bekommt jetzt Renoir. Genau, da müssen wir jetzt ungefähr bei 18 sein, schätze ich mal. Das ist ja echt mal eine coole Insel. Bin echt gespannt auf die nächste, die wir dann noch haben werden. Ich hoffe, dass da andere Gegner wieder sind. Ich finde ja irgendwie so total schwierige Kämpfe jedes Mal richtig spannend. So, aber das ist cool. Das ist echt eine coole Möglichkeit. Ich weiß gar nicht, ob es sich jetzt überhaupt noch lohnt, im Schumidorf irgendwie nach Ultima zu farmen. Aber dadurch, dass das halt so ein richtiger Drawpunkt ist, ne, bekommen wir im Schumidorf halt auch immer ein bisschen mehr. Also in meinen Augen lohnt sich das schon, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Vielleicht werde ich in dieser Folge auch nochmal zum Schumidorf aufbrechen. Wir können uns da jetzt direkt hin teleportieren. Ey, das ist so geil. Also was heißt hin teleportieren? Ich finde das sogar gut, dass das Spiel einen da nicht direkt hin teleportiert, sondern dass man dann auch noch sieht, wie das Schiff da quasi hinfährt. Also richtig toll gemacht.
So, bin ich jetzt schon einmal rum? Ich glaube noch nicht, oder? Ist aber Wahnsinn. Also, als ihr mir beschrieben hattet, dass es hier viele von diesen Drawpunkten gibt, habe ich mir schon gedacht, dass das ein paar sein werden. Aber nicht, dass das so viele sind. Also, es tut mir jetzt voll leid, wenn sich der ein oder andere vielleicht hier so ein bisschen langweilt. Aber ihr könnt vielleicht verstehen, dass das für mich halt relativ aufregend und spannend ist und so. Und wenn ich diesen Part hier irgendwann up to date gebracht habe... Ne, guck mal, jetzt sind wir aber einmal rum. Triple? Nee, sind wir doch nicht. Hä? Okay, also ein Punkt hier hat sich irgendwie noch nicht... Oder war das der gleiche, den ich gerade eben schon aufgedeckt habe? Keine Ahnung. Wir gucken jetzt hier mal. Ey, guck mal, das regeneriert sich ja wirklich. Okay, Leute, ich glaube, ich werde jetzt hier noch ein paar Ründchen ohne euch drehen. Okay, also irgendwie füllen sich nicht alle auf. Ich habe jetzt hier nochmal den Ultima-Draw-Punkt und so mitgenommen. Aber das ist eigentlich auch was, was ich offscreen machen könnte, oder? Oder habt ihr da was dagegen? Also im Grunde genommen ist das ja A, nicht so spannend und B, könnte ich dann die ein oder andere Kopplungsmöglichkeit weiter verbessern. Aber ich würde mal sagen, das soll es für diese Insel erstmal gewesen sein. Also wenn da kein Widerspruch kommt oder kein berechtigter Einwand, dann würde ich das offscreen vielleicht, ich muss mal gucken, wie das mit der Zeit aussieht, aber dann beim nächsten Mal... alleine machen und würde mir jetzt erstmal noch die andere Seite angucken. Die zweite Insel, die soll östlich liegen, also am östlichsten Punkt dieser ganzen Weltkarte. Und westlich davon, das habe ich mir auch noch als Notiz aufgeschrieben, also westlich von dieser Insel soll, ja, ich glaube, das ist das hier schon, soll irgendwie so eine Gebirgslandschaft, so ein Felsplateau sein mit Wäldern drauf. Ich glaube, das könnte durchaus diese Insel jetzt hier sein. Gucken wir mal eben kurz. Einmal geschwind ins Menü. Nee. Was? Milföl-Inseln? Was? Okay, warte mal, ich speichere mal kurz ab und gucke mir das mal an. Die, das ist auf jeden Fall nicht diese Insel gewesen, wo ich hin sollte. Aber man kann ja trotzdem mal schauen, was man hier so findet. Vielleicht gibt es ja hier auch irgendwie coole Sachen. Warte mal, die Gegner 0% nehme ich jetzt raus. Was hatte sie vorher drin? Rauben nehmen wir jetzt hier mal wieder rein. Können ja mal gucken, vielleicht gibt es ja auch irgendwie coole Drawpunkte oder so. Ich drücke jetzt hier auch die ganze Zeit auf A. Oh, Konfu. Ne, okay. Also ein cooler Drawpunkt sieht irgendwie anders aus. Aber hätte ja sein können. Schauen wir mal, was hier für Gegner sind. Ich meine, es gibt ja auch noch den ein oder anderen Gegner, von dem ich auch ein bisschen was an Items noch benötige. Aber ich glaube, diese Insel, die ist relativ unspektakulär. Ich glaube, hier kann ich mich auch direkt wieder verpieseln. Auch weil dieser eine Drawpunkt mir schon nicht das gegeben hat, was ich mir eigentlich gewünscht hätte. Und dann suchen wir mal weiter. Aber ich glaube, ich bin hier schon irgendwie auf der richtigen Seite. Ich glaube, sonderlich weit weg dürfte das jetzt ja eigentlich nicht sein. Wie da gerade voll die Level-Ups noch mit dabei waren, obwohl das eigentlich voll der Müll war, den ich da gerade bekämpft habe. So, dann gucken wir mal. Da unten sehe ich noch Inseln. Hier vielleicht? Ich weiß gar nicht, ob das auch eine Insel sein wird, wo auch Wälder drauf sind. Gucken wir mal. Nee, das ist wieder die falsche Ecke. Im Nordosten. Das ist die, wo ich gerade eben schon drauf gewesen bin. Ne? Ich gucke jetzt nochmal eben kurz da. Die sieht ja so ein bisschen abgelegen aus. Könnte das hier vielleicht die richtige sein? Ich glaube, ich werde jetzt ja auch nicht nochmal... Ja, das Tor ins Paradies. Alles klar, Jackpot. Ich habe richtig, bin richtig gelandet. Gucken wir jetzt mal. Die Gegner 0%, die habe ich ja noch drin. Ist eigentlich voll sinnfrei gewesen, dass ich jetzt nochmal gespeichert habe, ne? Weil ich habe ja zwischenzeitlich nichts erreicht. Aber da bin ich jetzt mal gespannt. Entschuldigung. Was wir hier jetzt für Gegner antreffen. Ey, die sehen auf jeden Fall alle richtig geil aus. Aber das Ding, das sieht irgendwie übel aus. Das wird wahrscheinlich sein Köpfchen immer so ein bisschen drehen. Und je nachdem, wie der gerade platziert ist, auch ja, seine Angriffe dann wählen. So, warte mal, gucken wir mal, was wir von dem rauben können. Anti-Z ist erstmal relativ okay, will ich mal meinen. Damit komme ich erstmal durchaus klar. Weil das ist ja irgendwie cool, wenn ich was Geiles von denen rauben können. Dann könnte ich einmal einen Gegenstand mopsen und dann direkt die Flucht ergreifen. Jetzt haben wir den auch irgendwie schon blind gemacht, finde ich gut. Diebstahl fehlgeschlagen. Ja, theoretisch können wir ja die ganze Zeit angreifen. Die haben ja teilweise auch den ein oder anderen
die ein oder andere Zustandsveränderung drauf. Und der scheint jetzt auch nicht so stark zu sein. Okay. Wahrscheinlich bis zu dem Zeitpunkt, wo er anfängt, irgendwie zu zaubern. Mhm. Schien mir auf der anderen Insel trotzdem etwas gefährlicher zu sein. Deswegen bin ich gerade etwas erleichtert. Aber auch vom Namen her, ne? Das hier ist eher so die Paradiso-Insel und die andere war ja eher so das Höllentor, um das mal so ein bisschen überzudramatisieren. Ich weiß gar nicht, soll ich den, wenn mir jetzt der Diebstahl gelingt, soll ich den Kampf zu Ende bringen? Na, guck mal, die haben auch voll die große Mühe, uns überhaupt irgendwie zu treffen, ja? Das ist auch mal irgendwie total faszinierend. Also ich könnte in diesen Kämpfen natürlich auch verstärkt mit Aura arbeiten, ne? Weil das würde dann, glaube ich, relativ schnell gehen. Weil Aura soll ja irgendwie den Effekt haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass wir selbst, wenn ich mit meiner Gesundheit relativ gut dastehe... Roter Stoßzahn, okay. Dass ich dann trotzdem relativ, eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit habe, diese Limit-Attacken hier zum Besten zu geben. Aber da wäre es irgendwie cooler, wenn ich Quistis mit dabei hätte. Vielleicht wäre das eigentlich auch ein Argument gewesen, Xell durch Quistis mal auszutauschen, weil wir ihre ganze Blaumagie auch noch nicht so in Gänze gesehen haben, ne? Hm, weil dann brauche ich dafür auch keinen separaten Part zu machen. Ich hatte ja mal überlegt, aber vielleicht kann man das auch in einen Topf werfen, einmal alle Limit-Attacken noch zu zeigen, auch weil ihr mir ja geschrieben hattet, dass die von Selfie so geil sein soll und dass da irgendwie so einen mega seltenen Angriff geben soll, der irgendwie, ja, kaum kommt, sonst wäre er ja auch nicht selten. Und dass es aber lohnenswert wäre, da nochmal einen genaueren Blick drauf zu werfen. Und das könnte ich ja theoretisch mit Quistis Blaumagie koppeln. Bin mir da irgendwie noch nicht so sicher. Weiß nicht, wie viel er jetzt verträgt. Ich bin gerade irgendwie auch ein bisschen zu knauserig, um GFs einzusetzen. Aber ich glaube, so ein Diabolos wäre vielleicht gar nicht mal verkehrt, ne? Weil Diabolos auch immer so richtig viel, schön viel Schaden austeilt. Ah, Mist, ey. Achso, nee, Rinoa hat Diabolos. Ich dachte, Squall hätte ihn. Keine Sorge, ich werde die Animation hier auch rausschnibbeln. Also gegen Elemente müssten wir eigentlich ganz gut geschützt sein. Teilt trotzdem noch relativ ordentlich aus. Na gut, ich glaube, ich werde den Kampf jetzt mal komplett rausschneiden, weil wir haben ja alles gesehen, was der jetzt hier kann, denke ich mal. Boah, das hat jetzt noch ein gutes Weilchen gedauert. Also der verträgt auf jeden Fall ziemlich viel. Da kam aber ansonsten nichts Neues. Ich glaube, das war eine ganz gute Idee, diesen Kampf jetzt erstmal rauszuschneiden. Ein paar Level-Ups nehmen wir noch mit. Sehr schön. 10 AP auch für die GFs wieder ein bisschen was. Ja, war auf jeden Fall lohnenswert, aber war jetzt auch nicht so mega spannend. Da fand ich irgendwie diesen anderen Kampf da auf der anderen Insel spannender. So, warte mal, ich heile jetzt erstmal wieder. Obwohl, nee, warte. Jetzt, spätestens jetzt könnte ich ja wirklich mal ein Zelt nehmen. So, sehr schön. Ich sollte vielleicht mal ein bisschen was an Vorrat anlegen. Wobei, ich kann ja hier kaufen. Ich kann doch hier einkaufen. Da war doch was, oder? Oh nee, im Hundeshop vielleicht nicht gerade. Ich weiß gar nicht, in welchen Läden man Zelte kauft, aber das hier kann man ja mal machen. Oh, okay, günstig ist das nicht. Ich meine, noch brauche ich das ja nicht. Theoretisch könnte ich, wenn ich merke, ich laufe leer. Im Grunde genommen ist das gar nicht schlimm, wenn ich mit irgendeinem Item bei Null bin. Vor allen Dingen bei den Zelten nicht, ne? Weil ich ja jederzeit auf der Weltkarte quasi mir neue einkaufen kann. Okay, dann bin ich da jetzt einfach mal ein bisschen entspannter. Ich will trotzdem nochmal gucken, ob wir hier irgendwelche anderen Kämpfe haben. Sollte jetzt nochmal genau der gleiche Gegner kommen, dann werde ich flüchten, keine Sorge. Ich will aber auch hier einfach mal schauen, oh ja, was es da nicht alles gibt. Den hatten wir doch, so einen ähnlichen hatten wir doch im Galbadia Garden oder ja, Triple Visage, genau, wollte ich doch gerade sagen, den kenne ich doch. Stopp, ich glaube, wir sind hier nicht mit allen durch, was die Draws angeht. Warte mal, mit welcher Taste waren das? Mit Y? Kann ich das überspringen? Ich will nur mal gucken. Bio hat er nicht voll, aber ich glaube, Bio brauchen wir auch gar nicht mehr, wenn wir die Seuche schon haben. Hier brauche ich aber noch Stopp bei Rinoa. Also keine Ahnung, ob ich das brauche, aber alle anderen haben das irgendwie maximiert. Deswegen gehe ich irgendwie mal davon aus, dass ich da vielleicht noch eine Verwendung für haben könnte. Hat sie denn... Seuche hat sie auch noch nicht komplett, obwohl sie das gekoppelt hat. Okay, das ist, glaube ich, sogar noch sinnvoller. Seuche mal eins. Okay, hat nur ein einziger gefehlt. Alles klar. Das heißt, ich werde jetzt hier nicht noch mehr drawen müssen.
Ich werde jetzt noch gucken, dass sie jetzt hier möglichst viele auch mit rausnehmen. Flair hatten ja alle schon komplett. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie Sinn macht, Stopp nochmal voll zu machen. Bin da irgendwie ein bisschen überfragt, aber wir gucken einfach mal, dass wir den jetzt ein bisschen verhauen. Ich meine, solange der blind ist, sind wir auch noch relativ sicher. Ja, auf jeden Fall, zumindest wenn er Skull meint, angreifen zu müssen. So, Rinoa ist jetzt für mich irgendwie erste Prio, weil ich würde an diesem Gegner gerne Stopp nochmal voll machen. Und dann, oh, ist schon voll, alles klar. So, dann können wir nochmal gucken, was wir von dem rauben können. Ich meine, als wir den zuletzt gesehen haben, da hatte der ja auch wahrscheinlich noch ein viel niedrigeres Level. Dann können wir uns das hier nochmal anschauen. Und da sind wir im Grunde genommen, wenn ich dann meine Runde auch gedreht habe hier auf dieser Insel, auch mit den beiden Inseln schon durch, ne? Weil neue Orte gab es ja hier erstmal nicht. Und dann werde ich mich in der nächsten Folge anderen Sidequests widmen können. Vielleicht schaffen wir auch hier noch irgendwas. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt hier noch dauern wird. Aber ja, ich will unbedingt wissen, was man von dem noch rauben kann. Kann euch ja bis dahin mal eben kurz rausschneiden. Oh, das war's schon. Ich wollte gerade Xell heilen. Ja, ich habe den besiegt, ohne dass mir Diebstahl einmal gelungen ist, weil es irgendwie ein bisschen blöde. Bin gerade ein bisschen überrascht gewesen, wie schnell der down war. Also der hat auf jeden Fall von allen Gegnern, die ich jetzt auf diesen beiden Sonderinseln irgendwie bekämpft habe, die wenigste Gesundheit mitgebracht. Aber ich muss unbedingt nochmal heilen. Und da jetzt nur ein Charakterheilung braucht, werde ich jetzt auch mal von diesem Zelt absehen, denn das ist nur Xell, der da Unterstützung braucht. So, einmal noch. Ich würde ganz gerne von dieser Triple Visage einmal was klauen. Ach du Scheiße. Das ist eigentlich ganz gut, dass ich den jetzt hier treffe, weil ich brauche von Morbol die Morbol-Fühler. Ach du Scheiße. Okay, also die auf Level 100. Ich glaube, das ist irgendwie alles andere als witzig. Scheiße. Okay, ich glaube, das war's. Ja, Hauptsache ihr dreht euch jetzt alle im Kreis hier, die minder bemittelsten Leute auf diesem Planeten. Nein, mein Kaffee ist auch leer. Okay, jetzt kriege ich langsam irgendwie so ein bisschen Panik. Alle drei schlafen auch. Ja, super. Ja, echt gut funktioniert. Kann ich eigentlich wegrennen? Nö, ich kann gar nichts mehr machen. So, und wie geht der Spaß jetzt zu Ende? Jetzt werden die sich alle gegenseitig wahrscheinlich umbringen. Ich weiß gar nicht, obwohl, flüchten geht noch. Oh, wenn wir Glück haben, wird das jetzt mit Xell... Ja, oh Gott sei Dank, ey. Okay, also dass hier Level 100 Morbols auf uns warten, das ist echt ein bisschen übertrieben. Ich glaube, spätestens jetzt brauche ich erstmal wieder ein Zelt. Also ich werde irgendwann die Morbols wegen diesen Morbol-Fühlern noch in Angriff nehmen, aber ganz ehrlich, nicht auf dieser Insel. Also alle anderen Orte okay, aber definitiv nicht hier. So, erstmal die Gegner 0% wieder rein, dann das ganze Späßchen nochmal abspeichern. Und zwar auf diesem Slot hier und dann werde ich jetzt hier nochmal mein Ründchen drehen und mal gucken, was wir hier so finden. Wahrscheinlich wird das in die gleiche Kerbe schlagen wie auf der anderen Insel. Und die ist aber auch ein bisschen kleiner, ne, als die letzte, die wir abgesucht haben. Das heißt, man wird hier wahrscheinlich nicht so einfach im Kreis rennen können und dann immer wieder diese regenerierten Drawpunkte auch haben. Beben. Ne, Beben brauche ich nicht. Aber kann natürlich auch sein, dass ich mich täusche. Ich weiß halt nicht, nach welchen Kriterien das hier wieder aufgeladen wird. Ob eine bestimmte Zeit ins Land streichen muss oder ob man eine bestimmte Menge an Schritten zurückgelegt haben muss, damit das dann wiederkommt. Aber wenn hier kein Ultima-Spot ist, dann ist die andere Insel sowieso die attraktivere. Ich hoffe hier jetzt noch auf Ultima. Bitte gib mir ein Ultima. Ja, ich glaube, die andere Insel war schon die bessere. Da waren auch die stärkeren Gegner gewesen. Na, wobei, wenn ich an den Morbol denke, der zieht das hier wieder so ein bisschen raus. Aber von den Drawpunkten her, hier ist Ultima. Okay, immerhin. So, dann kriegt das Rinoa. Ich glaube, sie müsste auch bald auf 100 sein. Ich glaube, viel fehlt da nicht mehr. Das heißt, wenn ich tatsächlich nochmal ins Schumidorf oder so rüber sollte, dann sollte ich das vielleicht eher Squall geben. Aura sollte auch Rinoa bekommen, ne? Ich glaube, das ist jetzt irgendwie wieder voll bunt durchgemischt. Ich glaube, ich habe das hier schon wieder gar nicht so richtig mit System gemacht, aber es soll mir egal sein. So, okay, dann sind wir jetzt hier durch. Warte mal, ich will mal ganz kurz was schauen. Und zwar auf dieser Insel hier. Ist das auch noch so eine Paradiso-Insel oder ist das jetzt hier schon wieder was anderes? Oh ne, was? Funikri-Funikra-Inseln.
Okay, ich gehe einfach mal davon aus, dass es hier genauso unspektakuläre Gegner geben wird. Auch wenn ich das hier gerade vielleicht ein bisschen unterschätze. Aber ich glaube, also wenn ich das jetzt für mich alleine spielen würde zum ersten Mal, würde ich echt hier auf jeder Insel einmal stranden und mir einmal angucken, was es hier so für Gegner gibt. Ich glaube, ich werde jetzt hier einen stichprobenartigen Kampf auch noch mitnehmen. Seid mir bitte nicht böse, aber da überwiegt die Neugierde irgendwie gerade total. Rauben habe ich gerade gesucht. Ja, ich komme da schon wieder ein bisschen durcheinander. Und dann können wir mal gucken. Oh, ich habe gerade irgendwie voll Bock, weiter aufzunehmen. Das ist gerade echt ein bisschen blöde, weil ich will ja eigentlich auch wieder die Kommentare von euch abwarten, ne, um auch auf diverse Fehler mich hinweisen zu lassen. Ey, jedes Mal, wenn ich beschließe, dass ich hier selber auf eigene Faust irgendwas absuchen will, kommt immer voll der Murks an Gegnern, ja. Ich war ein bisschen pikiert darüber. So ein Schrott, ey, voll langweilig. Hätte ja sein können, dass wir jetzt hier irgendwie so ein Morbol oder sowas finden, wisst ihr? Also so mit niedrigerem Level. Okay, aber eine Sache. Oh, nee, eigentlich will ich zwei Sachen hier ganz gerne noch machen, auch wenn ich wieder Gefahr laufe, dass das ein bisschen den Rahmen sprengt. Aber so viel Zeit muss jetzt gerade mal sein. Erstmal packen wir hier wieder die 0% rein. Dann möchte ich, weil wir ja jetzt so unfassbar geil mobil sind, einmal gerne hier hin. Im Schumidorf kann ich jetzt übrigens auch meine Quest irgendwie fortsetzen. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, was ich da machen soll. Also das wäre gut, wenn ihr mir das vielleicht noch ein bisschen präzisieren könntet, was da genau. Ob ich da irgendjemanden anquatschen muss oder so, weil ich laufe ansonsten Gefahr, in dieses Dorf reinzugehen und ja, dort wieder total blöde mit allen zu labern und am Ende ist es der Letzte, ja, der Richtige war und dann sind wieder 20 Minuten ins Land gestrichen. Also das würde ich ganz gerne irgendwie vermeiden. Und auch diese UFOs, die ja jetzt quer über den Erdball gesichtet werden können, da weiß ich auch nicht, wo ich danach suchen soll. Vielleicht mag mir der ein oder andere dazu auch noch mal eine möglichst idiotensichere Aufstellung geben. Ansonsten müsste ich das vielleicht noch mal recherchieren, aber das mache ich immer so ungerne wegen der Angst, dass da mögliche Spoiler für mich zu sehen sind. Ich will zum Beispiel nicht wissen, welche GFs ich noch bekomme, ne? Und da habe ich immer Angst, wenn ich auf solche Final Fantasy-Seiten gehe, dass ich da durch Zufall auf irgend so eine Übersicht oder so stoße. 87. Wir könnten das jetzt eventuell mit ein ganz kleinem bisschen Glück maximieren. Das wäre irgendwie so cool, wenn das klappt. So, ja, ich weiß, dass ich dafür zahlen muss. Alles gut, ey. Ihr seid wahrscheinlich schon so reich, ey. So reich. Aber ich werde das jetzt trotzdem machen, weil das ist der Spot, von dem wir bisher am meisten Ultima auch, also mit einem Draw quasi auch rausgezogen haben. 7, oh nö. Oh, das ist echt enttäuschend. Das ist zwar trotzdem mega viel, weil Ultima und so, aber ich hätte mir da jetzt trotzdem irgendwie ein bisschen mehr erhofft. Püh. Okay. Na gut, dann werde ich jetzt, glaube ich, erstmal nochmal zurück nach Timba gehen und von Timba aus dann im nächsten Part starten und von dort aus auch die nächste Sidequest dann in Angriff nehmen. So, das mit den Inseln haben wir schon. Das mit den Seed-Tests, das muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie noch in der nächsten Folge oder so vielleicht machen werde. Ring des Salomon, das ist, glaube ich, mein Hauptdings, was ich in der nächsten Folge gerne abschließen wollen würde. Ich muss noch mal gucken, warte mal, ich fasse euch das mal kurz zusammen. Jetzt werden wir hier wieder so eine kleine Abschlussresümee-Ecke ins Leben rufen, weil mein Zettel ist immer noch proppevoll mit allen möglichen Sachen, die ich jetzt hier in der Folge nicht umsetzen konnte. So, lasst mich mal von oben nach unten gehen. Also, Ring des Salomon. Das will ich in der nächsten Folge gerne machen. Alexander hat seinen Medizinwandler schon. Das heißt, die 6 Megapillen 2, die 6 Morbolfühler und die 6 Eisenrohre, die werde ich mir hoffentlich beschaffen. Vielleicht habe ich davon auch ein bisschen was. Also ganz ehrlich, wir fangen ja nicht bei Null an. Ein bisschen was müsste ich ja eigentlich haben. So, warte mal. Jetzt bin ich schon an den wichtigsten Sachen schon vorbei. Also, ich bin mir relativ sicher, dass wir mindestens ein paar Eisenrohre haben. Ich weiß halt nicht, wonach ich jetzt genau, also nach welchem Symbol ich auch Ausschau halten soll. Ach, keine Ahnung. Ich glaube, ich gucke das offscreen. Nee, ich werde das offscreen mal durchgucken, was ich davon schon habe und daraus ableiten.
Küsschenfühler, war das das? Ne, Morboyfühler, scheiße. Ja, okay, Morboyfühler wird ein bisschen schwieriger zu beschaffen sein, schätze ich mal. Also das will ich auf jeden Fall gerne in der nächsten Folge alles machen. Also Wendigos suchen, dann nach Morboyfühlern suchen und 6 Megapillen, 2 mit dem Medizinwandler aus normalen Megapillen mir herstellen, habe ich mir alles schon notiert. Dann würde ich ganz gerne in der südwestlichen, im südwestlichsten Punkt auf dieser geheimen Insel mich da mal probieren. Da soll es ja einen optionalen Ort geben, der nicht ohne sein soll. Dann gibt es hier noch eine Halbinsel neben Timber mit einer Sidequest. Das, damit werden wir wahrscheinlich in den nächsten Part starten. Mit einem Fragezeichen habe ich versehen das Thema UFO-Sichtung. Ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich da ansetzen soll. Dann soll es in Esther irgendwie einen schwarz gekleideten Typen geben, der auf irgendeiner Leitplanke sitzt. Den würde ich vielleicht auch noch anquatschen. Da habe ich allerdings zu große Angst, derzeit nach Esther zu gehen, weil ich befürchte, dass ich da mitten in die Hauptstory reinstolpere. Das mit den Aura-Zaubern, das habe ich jetzt schon abgecheckt, das ist okay. Dann soll Shu irgendwann mal in der Ragnarok anzutreffen sein. Ich glaube aber, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das ist erst auf CD4 der Fall, wo ich mir irgendwie ganz viele coole Tränke mit den Gilgamesh-Karten, die ich da immer wieder neu erspielen kann, beschaffen kann. Habe ich auch noch auf dem Schirm. Kaktor beschwören und Kaktor koppeln haben wir schon gemacht. Dann die Komponenten für Löwenherz zusammensammeln. Da habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, was ich dafür im Einzelnen brauche. Ich glaube, das ist die stärkste Waffe für Squall oder so. Und Komponentenfarm um Esther herum mit einem Fragezeichen habe ich mir das auch noch notiert. Ja, das sind so die Themen, die ich jetzt hier noch zu stehen habe. Wie gesagt, von der Card Queen Quest und der Obersee Quest würde ich erstmal absehen wollen und hoffe, dass das okay ist für euch, weil das klang für mich jetzt nicht so mega spannend. Ja, und das ist jetzt erstmal der Masterplan für die nächste Folge. Vielleicht ein bisschen unstrukturiert, aber genau so sieht mein Zettel auch derzeit aus. Ich danke euch auf jeden Fall sehr fürs Einschalten und würde mich total freuen, wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut und bis dahin. Ciao!